Dieses Video ist anlässlich eines traurigen Zwischenfalls auf der Ranch aufgenommen worden. Der Cody, den ihr hier seht, musste ich einschläfern lassen mit 12 Jahren. Und er reißt natürlich ein Riesenloch in die Gruppe, wo jetzt der Willi ja auch drin ist. Hi Cody. Na? Das ist ein bisschen schmutzig. Siehst du denn auch ein bisschen schmutzig? Willi hatte ja gleich mit Cody am Anfang Fellpflege gemacht und die haben sich sehr gut verstanden. Und hier liegt der Cody nach dem Einschläfern und Willi versucht ihn hier hochzuholen. Ich habe das eine Weile beobachtet. Erst hat er versucht, die verbleibende Kanüle rauszuziehen, die festgenäht wurde. Und da nagt er schon am Kopf von Cody, um ihn da irgendwie zu bewegen. Die Pferde sind natürlich alle aufgeregt. Sie waren dabei beim Einschläfern und dürfen sich verabschieden. Und Willi rennt da gleich wieder hin zu Cody und beißt ihn ständig ins Ohr und versucht ihn hochzuholen. Die anderen Pferde trauern alle etwas anders. Ich habe da nochmal ein Video in der Playlist von Cody gepostet oder poste ich demnächst. Und hier bin ich dann dazwischen gegangen, weil das war mir dann doch zu dolle, dass er den Cody gar nicht losgelassen hat und ihn wirklich versucht hat wegzuziehen. Als ich dann geschimpft habe, ist er hier losgaloppiert und total aufgeregt. Also er hat das nicht gut verarbeitet. Aber zu seinem Verhalten passt dieses Trauern. Er hat ja schon mal eine Stute bei uns verloren auf seinem Paddock. Und ich weiß ja nicht, was vorher vorgefallen ist, was er noch alles erlebt hat. Aber ansonsten hat er sich gut in die Gruppe integriert und natürlich reißt der Cody ein Riesenloch in die Gruppe. Ich werde sehen, wie es weitergeht, ob ich ein neues Pferd von einer anderen Gruppe integriere oder die Gruppenstärke so lasse.